Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Ja, wir sind am Kern der Welt angelangt. War wir schon letzte Folge. Und haben auch schon den schlimmsten optionalen Boss kennengelernt, wahrscheinlich. Wie es so typisch ist für solche Spiele. Und ich muss mich mal kurz umgucken, was für Zauber ich eigentlich so habe. Eine Feldin elektrisiert, aktiviert plötzlich die Leidenschaft, wodurch einen Boss auf Bezogen und Dominieren erhalten. Er wird die Hilfe des Gottes Priesters wieder und die dauerhaftige Effekte. Drum des Gottes des Priesters, aber durch alle Verbindungen im Wirkungsbereich für den Bonum von Nee bringt auch nichts. Heiliges Feuer. Nee, haben wir hier Schutzzauber? Segen des Champions. Ja, Segen des Champions. Gewährt nur einem Verbündeten göttliche Macht. Schade. Gebete gegen eine. Gebet gegen Einkerkerung. Belebung. Die Zeit heilt alle Wunden. Schild der Gläubigen. Ja, das wäre vielleicht was. Wobei ich glaube ich eher Schutz gegen alles Mögliche brauche. Ja, Triumph des Kreuzfahrers wäre zum Beispiel nicht schlecht. Versengendes Siegel, Gebiet der Fassungslosigkeit. Ja, das hier. Bonus auf Macht und Genauigkeit. Ja. Aber jetzt konfrontieren wir erstmal Mr. Adra Drache oder Mrs. Adra Drache. Mal wieder, da kommt er. Oder sie. Ich glaube, es ist eine sie. Hallo. Ja, das kennen wir schon alles. Und ich wollte dir gerade dafür danken, dass du mich aus Goldtal geholt hast. Here you are, nearly at the heart of the world. What a journey you have made. Also einen Drache hier unten zu suchen. I have been here since the beginning. We have that in. How fortunate you are to learn such well. In a fact, a gate. Ich gehe mal kurz schnell den Text alles durch. All that remains. Ich habe das lange Leben. Jo. Ich kann dir nicht gestatten, die Burg zu bedrohen. Du sagst, du seist hier gebunden. Du labst dich an der Statue. Und nur sagte dir Vegetarianer. Was wirst du tun, wenn es kein Adra mehr gibt? Du bist also gefangen, bla bla bla. And here I return. Viel Adra ist nicht mehr übrig. Gibt es keinen Weg, sie zu befreien? I cannot send the whole of my soul afield. Not at once. Ein Gefäß, ja, bla bla bla. Was wirst du mit diesem neuen Körper tun? Was würde meine Belohnung dafür sein? Ich werde dir helfen, sag ich mal kurz. Dann kann ich mich vielleicht erstmal hier in Ruhe umsehen. Und gucken, was für Helferlein sie noch hier so rumstehen hat. Mind your step. Oh, da dürfen wir nicht lang. Ups. Okay, die werden schon mal aggressiv. Und der Adra Drache auch. Und da hinten kommt Adragan. Okay, das war nicht, was ich erreichen wollte. Ich wollte eigentlich nur gucken, wie viele Gegner da rumstehen. Also laden wir doch mal. Also da stehen ein paar Xaurips rum. Die dürften allerdings nicht so das Problem sein. Ein Kettenblitz oder zwei Feuerbälle und die sind weg. Was mir eher Sorgen macht, sind die Adragans. Und der Adra-Drache selber natürlich. Mit seinem ordentlichen Impf.
Das könnte ein langer und lustiger Kampf werden. Mit lustig meine ich furchtbar. Mal sehen, ob ich das in einer Aufnahmesession überhaupt schaffe. Weil eigentlich muss ich es jetzt schaffen. Viel später kann ich eh nicht zurückkommen, weil ich habe nichts anderes mehr zu tun und ich bin Max-Level. Mhm. Hallo, dicker Adra-Drache. Mal wieder. Ja, ja, ja. Here you are, nearly at the heart of the world. Yes. How fortunate you are. In a fact, again ja, and ja. Each and all that. Ich werde nach Hause gehen. Ich das hier. Du sagst, du bist hier gebunden. Du darfst dich an der Statue. Was du sagte, was wirst du tun? Also bist du gefangen, ja. And here I return. Gibt es einen Weg, dich zu befreien? I cannot send the whole of ein Gefäß, also würde ich jemanden töten müssen. Ich werde dir helfen. Then take the no. Ja, durchschnittliches Abenteuer abgeschlossen. Da sind 4 Adragards. Okay. Dürfte doch einigermaßen machbar sein. Und ich kann jetzt noch mal kurz quicksaven, um nachher den ganzen Text zu überspringen. Und ich habe Erfahrung gehalten, sehr viel sogar. Nur, dass mir die nichts mehr bringt. Ja. Hier geht mal etwas weiter weg. How may I help? Hm. So. Hey. You, Terry. Are you having doubts? Was muss ich nochmal tun? Der Weg nach oben ist lang. Der Aufstieg reizt mich nicht allzu sehr. Ich habe meine Meinung geändert. Ich werde es nicht then tun. Then our bargain, I'm afraid, is ended. Okay, jetzt dürfen wir ihn wieder bekämpfen. Hallo, versuche ich mal spaßeshalber, wir haben ja genug Ladungen, zu übernehmen. Und Durenz... How may I help? Durenz, mach mal Andacht der Gläubigen. Wir können den tatsächlich übernehmen. Nur, dass er nicht viel macht, wer da übernommen ist. Aber so könnten wir die ganzen Xaurips übernehmen. Au. Aua. Phalegina ist beherrscht. Alof sieht nicht so gut aus. Durenz. Einmal Alof. Sieht Edda nicht so gut aus. Edda trinkt eine große Ausdauer. Okay, dieses Blitzgewitter ist ziemlich heftig. Phalegina halt dich. Alof, du übernimmst noch mal den großen Drachen. Okay. Wir sollten den Drachen erst übernehmen, wenn seine Handlanger angerannt kommen. Vielleicht greift er sie dann an. Und wir sollten auf jeden Fall viel mehr Tränke trinken. Und vielleicht mal Nahrung essen. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Okay, also erstmal Nahrung essen.
Wir haben hier Duck, das macht Ausdauer Macht. Das macht Ausdauer Verfassung. Das macht nichts Besonderes. Ausdauer Intelligenz. Also würde ich sagen, du kriegst einen Duckbraten, du kriegst einen Duckbraten, du kriegst das und du kriegst das. Dann spiel das Ganze noch runter und du ebenso, auch wenn es nichts gerade nichts bringt, aber wenn es abgeklungen ist. So. Dann müssen wir das nicht gleich wiederholen, wenn ich Quick Save mache. Euteri. Are you having ich habe meine Meinung geändert. Gut. What? Du sprich erstmal nur heilige Macht. Palegina trinkt einen Trank der Macht. Edda trinkt auch einen Trank der Macht. Alof trinkt ein Duplikat des Zauberers. So. Au. Durenz. Hausdauer Wiederherstellung. Oh, Kada hat's schon umgehauen. Und du übernimm den Drachen. Das sieht wieder sowas von gar nicht gut aus. Palegina trinkt einen Regenerationstrank. Durenzheimer ordentlich. Alof Kettenblitz, die einfach mal. Und wir sind alle ausgenockt. Irgendwie nicht so gut. Hätten wir den Adra-Drachen allein gegen uns, wäre der Kampf viel einfacher. Mein Problem ist halt, der macht viel zu viel Schaden, wie man gerade gesehen hat. Das ist das eine. Das andere, er hat viel zu viele Minions zum Helfen, also viel zu viele Helfer. Sure. Nicht von der Stelle rühren, ich könnte mich weiter zurückziehen. Aber was würde das bringen? Hey. Ja doch, ich ziehe mich einfach mal zurück. Euteri. Ah, ich habe meine Meinung geändert, Dialog beendet. Nein, nein. Der Rest zieht sich jetzt erstmal zurück. Und da kommen die Adragans, das heißt, Alof übernimmt. Der Rest auf die Adragans. Adolf, übernehmen bitte. Oder übernehmen wir die da. So, und jetzt kannst du von mir aus doch mal versuchen, den Drachen zu übernehmen, der dich gerade totbeißen will. Du rennst, heil Adolf. Edda wird kontrolliert. Hm, nicht so gut. Palegina kämpft nicht gegen Edda, kämpft gegen den Adragan. Palegina, heil dich. Edda, heil du dich. Falscher Trank. Palegina, heil dich nochmal.
Du rennst. Geringe Fürbitte irgendwo da rein. Kanna, du Ogre beischwören. Und alle sind tot. Wieder mal.